Jo, meine Hüte und willkommen zurück zu Destiny 2 und willkommen auch zum neuen Jahr 2024. Ich produziere das gerade vor, eigentlich ist es bei mir heute der 30. Aber ist egal. Also für mich muss ich noch Silvester erleben, für euch habt ihr es schon. Bin mal gespannt, wahrscheinlich wird es nicht so krass. Und ihr werdet ja dann auch noch das Best-of sehen. 2024. Oh mein Gott, ich habe schon wieder... Ich habe jedes Mal am Anfang des Videos immer so einen Hänger. Egal. Wir wollen am Anfang des Jahres mit der Mondquest, also mit Shadowkeep, Destiny 2 Shadowkeep anfangen. Reise zum Mond und wende an der Seite deiner Hüterkameraden die Rückkehr der Schar ab. Eine rätselhafte Störung. Okay, stand hier nicht vorher irgendwie mal ein anderer Text so mit Erebus Morn und sowas? Oder steht das hier oben? Nee. Okay. Ich hatte mal so einen Text mit Hilf Erebus Morn die Shards zu befreien, die hier auf Mond gekommen ist und was weiß ich. So um den Dreh. Aber okay, so ist auch in Ordnung. Ist, ja, nicht so schlimm. Boah, ich will endlich mal ein neues Space Shuttle, weil das ist so hässlich. Dieser Pimmel vorne, Alter, es sieht wirklich aus wie so ein Penis. Oder so ein Mittelfinger, echt. So eine Mischung. Achtung an alle Hüter! Letzte Nacht entdeckten wir eine seismische Störung auf dem Mond. Innerhalb von Stunden wimmelte es dort vor Schar. Diese Plage darf sich nicht weiter verbreiten. Bin ich mit meiner geilen Rüstung, die ich gefarmt habe. Nein, ich habe nur den Dungeon gemacht, alles gut. Die Schar strömt aus der Festung auf die Mondoberfläche. In der Festung begannen die Störungen. Wir werden es untersuchen. Aber zuerst müssen wir eine Stellung auf dem Mond sichern. Manche von euch kennen es nur zu gut. Doch lasst euch nicht von Krotas Gräuel einschüchtern. Was immer das ist, die Tragödien unserer Vergangenheit werden sich nicht wiederholen. Ja, bis morgen hat er irgendwie was aktiviert. Also, ich war in so eine Höhle, hat dann diese Mauer da aktiviert. Ich weiß nicht, was das jetzt bewirkt hat. Wahrscheinlich hat sie damit die Schar geweckt und hat irgend so einen Schattengeist bekommen. Naja, blöd gelaufen für uns jetzt, weil die Schar hier den Unsinn hier mitmacht. Okay, ich soll einfach nur Schar besiegen. Einfach nur irgendwelche Schars. Ist das die Mehrzahl Schars? Schars. Sie abgeschlossen. Es scheint, als ob die Schar sich zurückzieht. Commander, die Schar ist kopflos, verstreut. Sie haben keinen Anführer. Krotas Tod hinterließ eine Lücke, die sie nicht zu füllen vermochten. Doch die Störungen haben sie ermutigt. Sie müssen aufgehalten werden. Die Schar strömt aus dem Portal da oben. Wir sollten es schließen. Ja, da ist auch ein riesiges Auge.
Auge des Schwarms. Hey, Chinese. Boah, was hat der für eine krasse Rüstung? Warte mal. Ich inspiziere den kurz mal. Hüter inspizieren. Okay, der Typ ist Pro-Gamer. Schnell weg. Das ist ein Profi. Bam. Bam. Die Shotgun ist wirklich geil. Der Kerl hat ja auch gesagt, die ist nice. Na, ihr entflieht mir nicht. Oh, was hab ich da? Schüre die Flamme. Schieße den verlorenen Sektor Skydog Ive in der EDZ ab und plündere ihn. Ja, das können wir ja danach machen. Aber erstmal machen wir hier. Helfen wir den Leuten, die Schar wegzubekommen. Und das riese Auge da wegzumachen. Oh Gott, da kommen so viele. Oh, geht mal weg. Ja, gegen meinen Raketenwerfer könnt ihr nichts machen. Ich war gerade voll an COD gewöhnt, deswegen habe ich gerade C gedrückt. Sorry. Kleiner Fehler. Gruß aus der Vergangenheit. Sprich mit Benji 44. Und was bekomme ich denn hier alles für Quests? Oder was schließe ich hier alles für Quests ab? Er gesagt. Da, die nächste Quest. Sprich mit Benji. Man muss immer mit Benji reden. Das ist unsere Chance. Yep. Zeit in sein Auge reinzuballern. Junge, das Geierhorn macht ihn direkt weg. Das ist so geil, dass ich das jetzt habe. Gute Arbeit, Hüter. Das hat sich auch dank super gelohnt. Haben wir bald einen Landeposten aufgestellt. In der Zwischenzeit rückt weiter auf die Festung vor. Ja, natürlich, Hüter. Zavala. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ikora? Diese Störung. Ich weiß, was sie ausgelöst hat. Wer sie ausgelöst hat. Eris Morn. Eris? Sie verschwand vor der Roten Schlacht. Sie ist hier? Das Letzte, was ich von ihr gehört habe, war, dass sie auf dem Weg zur Festung war. Ich weiß nicht mal, ob sie... Wir finden sie. Lebendig. Ein Panzer. Aber ich hatte auch recht, dass sie diejenige war, die das ausgelöst hat. Lol, wir können Panzer fahren. Jawohl. What the fuck? So muss eine Quest sein. Ich hatte gerade voll den Hänger. Habt ihr gerade gesehen. Okay. Ich finde, so muss eine Anfangsquest immer beginnen. Mit heftigen Schlachten und man kann Panzer fahren und der Panzer fliegt auch runter. What the fuck? Ja, das ist ein kleines Missgeschick. Natürlich gibt es da noch mehr Panzer. Gleich 3 Stück. Wahrscheinlich für das ganze Squad. Deswegen ist man ja auch jetzt hier alleine. Ohne Randoms. Ein Ogre! Oh, noch Luftunterstützung bekommen wir. Das ist der ultra krasse Future Panzer. Den werden wir im Militär auch immer benutzen. Der Weltallpanzer. Nee, aber das Teil ist ja wirklich richtig krass. Ober auch noch weg. Rückwärtsgang. Jetzt Angriff. Aus dem Weg mit euch, hier Gesimmel. Bam, alle weggemäht. Jawohl. Fühl ich mich mächtig. Jetzt gerade bin ich der mächtigste überhaupt. Also hier. Nicht woanders. Woanders bin ich wahrscheinlich das Schwächste mit meinem Panzer. Ach, das da vorne übrigens, das ist aus der Season 17 oder 16. Auf jeden Fall ging es da um diese Geister oder. Nein, Quatsch, nicht Geister. Die Schatten, genau, die Schatten von den einzelnen Leuten. Zum Beispiel von Krier oder
Wie heißen die große? Große Kabalen. Warte, ich hab's gleich. Kaite, jawohl. Und dann war es noch Zavala. Jawohl, ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Der Weg steht frei. Wir sind bereit, die Scharlachfestung zu betreten. Das war's mit dem Panzer. Sorry. Geh weg! Gut. Alles super. Eris kam zu mir. Sie hatte Beweise für etwas sehr Altes auf dem Mond. Eine potenzielle Gefahr für die Menschheit. Eris bestand darauf, allein zu gehen. Sie sagte, es sei nur eine Aufklärungsmission. Und ich habe sie gehen lassen. Eris ist zäh. Das hat sie wieder und wieder bewiesen. Oft zu ihrem eigenen Nachteil. Wenn es eine Person gibt, die auf sich selbst aufpassen kann, dann Eris Morn. Ikora? Wir haben ihr Signal verloren. Also, da bin ich mir nicht so sicher. Was war das? Boah, Spooky Factor 3000. Will ich da wirklich runterspringen? Schätze, ich muss es. Oh, hi Leute. Okay, ich dachte, es wäre jetzt gruseliger. Aber es geht. Diese weißen Wände, die verderben das irgendwie. Oh, ich habe eine neue Waffe bekommen. Ein Automatikgewehr. Warte mal. Mach mal das so rum. Einmal mit den Raketenwerfer weg. So. Das ist cool. Albtraum-Leiflinge. Oh. Was ist denn da? Ein Prismus-Sendern. Warte mal, ich hab noch was im Season Pass. Diese Schar sind nicht wirklich Schar. Ihre Energiesignatur ist komplett unbekannt. Was gibt's denn hier eigentlich für Shader? Boah, der ist hässlich. Boah, Alter. Ja, der geht. Was ist das hier eigentlich? What the fuck? So. Ja komm, das nehme ich. Können wir mal hier unsere Gesten anpassen. Ja, einmal das hier. Dann nehmen wir... geldgierig. Da, nee, warte mal, das muss man ja mit mehreren machen. Nee, machen wir noch Gitarre. Machen wir als letztes. Keine Ahnung, hier zu dem Berufs. Okay, reicht schon. Ja, wo kommen wir denn hier raus? Da, wo das Licht brennt. Das ist immer am besten. Yep. Die Quelle der Störung sollte hier irgendwo sein. Die Darkness. Was? Was ist das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist eine Pyramide. Muss Eris gesucht haben. Boah, ich werde alle auslöschen. Mit meiner Schrotflinte. Etwas stimmt nicht. Ich fühle mich komisch. Als ob etwas oder jemand in mein Licht eindringt. Ach, dir geht's super. Alles super. Der Satz hat keinen Sinn gemacht. Das Ding da im Weg. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich
hier ist ein gewaltiger Energieanstieg. Da können wir nicht durch. Ach, babalabab. Ich kann alles. Okay. Gib's auf. Was? Albtraum von Frota, Sohn von Oryx. Sie geht den Albtraum von Frota. Er ist tot. Das war der Endboss von The Taken King aus Destiny 1. Oh, scheiße. Und den soll ich jetzt auslöschen? Ja, unmöglich, Alter. Ja, toll, er ist unverwundbar. Jetzt kann ich ihn wieder angreifen. Mal weg hier. Kurz mein Geierhorn nachladen und Feuer. Oder ich brauch. Das dauert echt ewig. Guck mal, die Leiste ist so ein bisschen weggegangen. Oh oh, die Explosiven. Er ist, glaube ich, geschwächt, oder? Was ist mit ihm los? Er regeneriert sich? Was? Ist es Groll? Und das ist der Fanatiker. Wir müssen hier weg. Jetzt. Oh, verdammt nochmal. Hüter, komm. Ihm mit. Ja, bitte. Ich will raus hier. Mir. Eris Morn. Was ist diese Pyramide? Du hast die Geschichten gehört vom Opfer des Reisenden, wie die Dunkelheit auf die Menschheit herabsinkt. Vor uns liegt ein finsterer Rest ihrer Existenz. Hat der Reisende es abgeworfen? Oder mit Absicht hinterlassen? Es liegt an uns, die Wahrheit aufzudecken. Doch wie? Wir finden einen Weg hinein. Ich finde geil, wie Eris einfach gar nicht redet. Sie ist Bauchredner. So bescheuert. Aber naja. Logik in Spielen ist ganz merkwürdig. Ach Gott, oh Gott, jetzt muss ich in den Planeten reinfliegen. Okay, mal gucken, was ich hier für eine Quest bekommen habe. Ein Objekt von unnatürlichen Dichte, von dem eine wilde Energie ausgeht. Bringe es Eris Morn, um seinen Zweck zu erfahren. Gut, verstanden, Lexikon. Gorl, der Fanatiker, Krota, deine Vergangenheit sucht dich heim wie lebende Albträume, Hüter. Um mich herum öffnen sich auch alte Narben. Phantome meiner Freunde kehren mit einer Bosheit zurück, die sie niemals besaßen. Jedes einzelne von ihnen, der verdrehte Wille dieser schaurigen Pyramide. Aber das darf uns nicht von unserem Vorhaben abhalten, einen Weg ins Innere zu finden. Ein Phantom meines verstorbenen Truppenmitglieds, sei Mutter, verfolgt mich. Das ist nur ein Trick der Pyramide. Du hast vom Albtraum von Krota ein unbekanntes Objekt mit dunkler Energie erhalten. Du lässt es bei Eris Morn, damit sie eine Geheimnisse
seine Geheimnisse ergründen kann. Währenddessen gibt es auf dem Mond weitere Rätsel zu lösen, wenn du die Pyramide betreten willst. Ishar zeigt ein merkwürdiges Verhalten, das damit zu tun haben kann. Untersuche das merkwürdige Scharfverhalten nahe der Scharlach-Festung. Verstanden. Auf der Suche nach Antworten. Okay. Lol, er hat hier schon die ganze Rüstung. Kleiner Cheater. Willst du etwas erfahren? Kleiner Cheater. Okay, nein, aber jetzt würde ich erstmal die Quest beenden. Die Folge beenden. Ich wünsche euch nochmal frohes Neues. Und ja, wünsche euch viel Glück in 2024. Ja, und bauen wir hier noch einen Banner. Und einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.